Der Kabinettssaal im Bundeskanzleramt. Hier werden politische Entscheidungen gefällt, die Auswirkungen haben auf das ganze Land, auf die Privatmenschen und die Wirtschaft. Die abschlagsfreie Rente mit 63, die sogenannte Mütterrente, der Mindestlohn, alles Themen, die hier am Kabinettstisch Thema waren. Am Donnerstag nun kam Kritik für die Politiker. Führende Konjunkturforscher machen die Große Koalition mit verantwortlich für den Abschwung in Deutschland. Die Ökonomen kritisieren in ihrem Herbstgutachten für die Bundesregierung auch die eben schon angesprochenen gesetzlichen Regelungen. Schlecht für die Konjunktur, heißt es. Sie habe sich abgekühlt. Ferdinand Fichtner, Sprecher des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung. Die deutsche Wirtschaft leidet dabei vor allem unter einer insgesamt schwachen Auslandsnachfrage. Allerdings dürften die Unternehmen als zusätzlichen Gegenwind wirtschaftspolitische Entscheidungen der vergangenen Monate empfinden. Dazu gehören der Mindestlohn, dazu gehört die Mütterrente, dazu gehört die Rente mit 63, die Löhne erhöhen. Die Institute plädieren dafür, Unternehmenssteuern zu senken und den Firmen Anreize zu bieten, mehr Geld auszugeben und einzustellen. Denn wegen der Krisen in der Ukraine und im Nahen Osten sei die Wirtschaft verunsichert. Die Forscher erwarten 2014 nur ein Anziehen der Konjunktur um 1,3%. Bisher hatten sie 1,9% veranschlagt. Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte nach Bekanntgabe des Herbstgutachtens die Prüfung neuer Investitionen an.